Wenn die ganze Klasse ins Theater gegangen ist, hieß es, Dieter, du kannst nicht mitkommen, du bist nicht in der FDJ. In der Jugendzeit als solches bin ich mehrere Male mit der Staatsmacht kollidiert auf kleinen Demonstrationen, die immer stattgefunden haben. Mein weiterer Weg war dann so, dass ich natürlich in den Westen wollte, immer, aber ich hätte mich nicht totschießen lassen. Ich wusste, wie die Grenze aussieht in Berlin, da dachte ich, da kommst du nie drüber. Im April 1974, Anfang April, habe ich mich von meinem Schwager freundlicherweise hierher fahren lassen, weil hier auf diesem Parkplatz auf mich ein präparierter Möbelwagen mit Westberliner Kennzeichen warten sollte. Am Grenzübergang hörte ich dann Stimmen, ging die Tür auf und dann guckte ich in drei Maschinenpistolen. Und dann wurde ich da rausgeholt. Ich bin dann verurteilt worden vom Bezirksgericht Schwerin zu 4 Jahren Gefängnis. Es kam nicht einmal in der Vernehmung vor, dass ich einen ordentlichen Besuchsreiseantrag gestellt habe, der abgelehnt wurde. Dass meine Mutter schwer krank war, lebensgefährlich, spielt alles gar keine Rolle. Nach 20 Monaten bin ich dann freigekauft von der Bundesregierung. Das war ein tolles Gefühl, in der Weihnachtszeit im Dezember 75 über West-Berlin einzuschweben und die hellen Lichter zu sehen. Auch da bekomme ich wieder eine Gänsehaut, weil wir das nicht kannten. Man vergisst das natürlich, dass es alles grau verraucht und verqualmt war und alles gestunken hat. Und heute ist fast alles schön und das sehen die Leute schon. Also ich lebe hier in Brandenburg, nicht in elitären Kreisen, sondern mitten bei den Menschen. Ich bin Ortsvorsteher in einem Dorf. Und da gibt es keinen, der die DDR zurückhaben will.